Ach, das ist Alexa, ach so. Yo, ich bin ein Profi. Profi? Ich profi nur mit B, so wie Brody. Hallöchen Leute, ja, willkommen zurück zu einem weiteren Video. Und heute schauen wir uns was ganz anderes an. Heute mal die Best Commercials aus Super Bowl 2021. Also Super Bowl war ja wieder gestern, also für euch jetzt wahrscheinlich später, aber für mich war es gestern. Und ich habe es nicht gesehen, aber ich weiß, dass es immer krasse Werbungspots gibt. Und die schauen wir uns heute an. Und ja, legen wir mal los, oder? Ich weiß nicht, gucken, vielleicht sind die Werbungen lustig. War letztes Jahr waren lustige Werbungen dabei. Oder vor 2 Jahren? Weiß nicht, aber cool, mal legen wir los. Also da geht es irgendwie darum, dass man irgendwie ein Ei wirft und das in den, auf die andere Seite bringen muss. Also es sieht in Filmen immer so episch aus, wenn die Superball spielen oder wenn die generell Football spielen. Aber es ist eigentlich langweilig zu schauen. Es dauert so lange, es ist so zäh und uff einfach. Alright. And we're back. 2020, man, that was a great year. Not. We'll see you on the big boat. Woher kenne ich die eigentlich nochmal? Die kommen auch bekannt vor irgendwie. Ich weiß aber nicht woher. Aus irgendwelchen Memes sehe ich die immer. The gigantic bull. Totally legal. Yeah, completely legal. Lately I just haven't been feeling quite like myself. Did you drive here or did you travel by fat? There's gotta be a way to. Das ist doch eine Schauspielerin, kenne ich doch. Wo hat er mitgespielt nochmal? Der hat bei Wolf of Wall Street mitgespielt. Bei Interstellar den Hauptcharakter gespielt. I haven't been feeling quite like myself. Also Werbung für Doritos, voll praktisch, voll lustig, weil Doritos sind auch flache so Chips, ne? Self. Did you drive here or did you travel by fat? There's gotta be a way to get back. Ah, es gibt drei. Oh! Doritos. Es gibt 3D-Doritos. Ah, okay. Deswegen dieses flache und jetzt. Ah, okay. Now in 3D. Dad, it's the red one. I know. The other red one. I know. Feeling good. Like I said. We still got it. Hey, Travoltas, don't be tickety-talking on my grass. Ah, TikTok-Spot, wie sie tanzen, die John Travolta. Ey, vor allem ist so krass, ich habe letztens einen Film gesehen, der hieß Grease. Das ist ein sehr alter Film, Musical-Film. Da ist er noch richtig so richtig dünn und hat voll viele Haare und tanzt dann so, ne? Und hier ist und jetzt mittlerweile ist richtig so schon breit geworden und hier Glatze, ne? Habe ich ja auch, ne? Glatzen for the win. Zwangsläufig immer älter wird, ne? Tickety-tackety. Alexa, how many tablespoons are in a cup? There are 16 tablespoons in a cup. Babe, die Augen sind komisch. Food just got here. Why are you cooking? Who's that? Alexa, turn on the sprinklers. Ach, das ist Alexa, ach so. Da ist Alexa, der tiefste Alexa da steht, wie sind die Augen auch so, weil es so dreht wie der Alexa. Das ist John Cena. Höhe, Mountain Dew. That's a mighty fine pair of boots. Must get them boots. I'll make payment one. Das ist alles dieselbe Person. Och Mann, Alter. Vor allem auch, die Super Bowl-Werbungen sind ja immer so arschteuer. Die müssen für eine Sekunde irgendwie Millionen und Dollar zahlen. Richtig heftig. Und dann müssen sie ja noch ewig viel Geld ausgeben für die Produktion dieser Werbespots. Ich meine, so CGI von so einem Wassermelonenhund ist ja nicht gerade günstig, würde ich mir fast sagen, weil es so echt aussieht. Sieht so richtig echt aus. Und das ist wahrscheinlich auch nicht günstig. Also, die ganzen Schauspieler noch zu engagieren für diesen Werbespot. Was für Millionen da über die Tischkante fliegen. Wenn wir die Qualität ein bisschen hochstellen können, das schon ein bisschen. Ah, es geht nicht höher, okay. Really? Did you steal my Cheetos again? Oh. Just tell him it was you. But I caught you at the counter. Wasn't me. Saw you snacking on the sofa. Ashton Kutcher und sie. Aber haben die zusammen nicht irgendwas gespielt? Sind die zusammen? Nee, doch. Keine Ahnung, ich bin in diesem neuen Hollywood-Couple-Bla-Shipping-Boulevard gerade nicht mehr drin irgendwie. Wasn't me. You even had him in the shower. It wasn't me. I even caught you on camera. You're the one who granted access to your snacks. Don't act surprised that she sneaked behind your back. You gotta keep tabs before. Geil. Kennt ihr den Song, Leute? Eins im Chat, wer den Song kennt. Den Originalsong. It wasn't me. It wasn't me. It wasn't me. Okay, geht doch ein paar. Tacos. Nope. Sushi, ramen, burgers, tandoori chicken, some milk from the store, and. And let me guess, cookies? Wow, me hungry. Yeah. I promise I will not eat any more of your friends. Really? Ah, nice. Eminem-Werbung.
Okay, it might happen one more time. But in a world where most things seem real. Alter, War Machine und aller War Machine. Sometimes they're not. Da, Cheeto. Nee, das ist kein Wort. Ich dachte, der wäre geklont worden. Das wäre so CGI. Es ist nicht das, was ich. Ich wollte nicht rassistisch sein. Ich dachte, das wäre einfach geklont worden. Von der Seite sah das so aus. Sorry. Och Mann. Das war gar nicht so gemeint. Die haben beide eine blaue Jacke an, beide weißes Shirt. Ich fühle mich schlecht jetzt. New Michelob Ultra Organic Seltzer is real. And it tastes that way. You have to wash Jason Alexander hoodie. That looks clean to me. Is it though? Oh, die Tide Pod Challenge, ne? Oh mein Gott, kennt ihr die noch, wo Leute diese Tides gegessen haben? Oh mein Gott. Is it though? Die Augen sich so verändern, ist ja crazy funny. Hey, that's my face! You can't just wear my face! My mom told me to say I'm sorry. Give me back my face! Patrick Stewart, yes. It was I who summoned you all here. But why? Don't you see? This is a metaphor for how we're all streaming on Paramount Plus now. Bingo, genius. What are we supposed to do up here? We dance. Sure, let's make it weirder. Yeah! SpongeBob! Sofort, perfekt. You crazy this one? Oh nice, die haben SpongeBob gebucht sogar. Hier ist die Kuppel da in der Folge von SpongeBob. Ey, weil die treten da ja auch in der Folge. Was tust du für Super Bowl auf? Mega cool, okay, nice. Isn't this delightful? This is the story of a boy with scissors for hands. No, not that one. Edgar, you're gonna be late. This one. My son. Oh, ist das Johnny Depp? Nee. Hi, sweetie. Du musst den Film mal sehen. Ich habe den Film nie gesehen. Etwa mit den Scherenhänden. Den muss ich noch sehen. So ein, auch mit Johnny Depp, so ein Kultfilm, den ich gesehen haben muss. Aber es ist, glaube ich, einer der Filme, die mir auch fehlen. Ja. Oh, oh, das Auto sieht cool aus. And Edgar drove off into the sunset. Obwohl. But don't worry. Bei den Amis muss man ein bisschen aufpassen mit sowas, ne? Die nehmen das ja wirklich ernst dann. Dann fahren sie wirklich freihändig mit dem Auto rum und machen Unfälle. Also. Aber das Auto sieht echt schick aus, irgendwie richtig crank. Ich bin so futuristisch hier vorne. Ich mag das, wie es vorne aussieht. He still makes it home in time for dinner. Occasionally. Okay, das war's. Das waren die besten Momente aus der Werbung. Ziemlich cool eigentlich so. Werbung echt sau kreativ. Ich habe seit Ewigkeiten keine Werbung mehr gesehen. Weiß nicht, ob die deutschen Werbungen da mithalten können. Gut, ist auch Super Bowl, ne? Die haben Millionen dafür ausgegeben für alles. Und es gab sogar einen Trailer zu dem neuen Marvel, zu einer neuen Marvel-Serie. Winter Soldier and Falcon oder so. Falcon the Winter Soldier. Bin auch mega gehypt drauf, mega gespannt. Aber ja, Leute, das war's. Wenn das euch die spontanen Reaktionen gefallen, Daumen hoch da lassen. Ne? Kommt auf Twitch vorbei, jeden Abend 19 Uhr live. Und dort sehen wir coole Sachen wie das zum Beispiel. Und mich. Also kommt. Yo, ich bin ein Profi. Profi. Ich profi nur mit B, so wie Brody.